Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Fishing Planet, The Fisherman. Das ist Part 25, ich bin euer Hafenkönig Dämlich. Und wir sind hier, ihr seht schon, am Emerald Lake, weil ich hier diesen schönen, knusprigen kleinen Bursche mal fangen will. Und zwar der Crappy. Mal schauen, ob wir den kriegen. Ich muss mal gucken, welche Stelle jetzt hier uns zusagt. Ich habe mir gedacht, ich könnte ja auch mal mit dem Kajak rausfahren, weil das Motorboot, das Ding, das ist ja brachial laut. Jetzt sind wir hier noch an der falschen Stelle. Ganz egal. Die Mission will ich noch machen. Ihr seht es ja schon, zweimal 450 Gramm Crappy müssen wir noch ziehen. Dann müssen wir hoffentlich in diesem Part, wenn alles gut geht, werde ich garantiert auch noch mal zum Narren River dann fahren, natürlich. So, mieten wir mal das Ding. 500. Freilich, ich hab's doch. Ausrüstung haben wir schon, weil wir haben ja am Falcon Lake das Vieh schon einmal gefangen. Und jetzt geht's hier weiter. Wie immer, schönen Dank für eure Kommis. Das hat mir natürlich mal wieder sehr, sehr gefallen. So. So, da drüben waren die Zander. Da ist auch mehr Zander. Da hinten an der Mauer habe ich mal kanadische gefangen. Ich habe mal überlegt. Hier ist eine schöne Bucht. Also auf jeden Fall irgendwas mit Schilf wäre schon nicht verkehrt. Aber hier ist eigentlich so die Hechtstelle, gell? Wir können es ja hier auch gerne mal probieren. Hau ich mal mich hier schon mal so ein bisschen, lass mich so ein bisschen treiben hier. Weiß auch nicht, wie weit wir so richtig kommen. So, was ist jetzt? Angra? Jawohl. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich glaube, allzu weit. Na, ja, gut, doch. Das reicht dicker aus. Wir fischen hier mal einfach alles ab, hier vom Schilf her. Hinten gab es ja dann auch noch mal eine schöne Schilfbank. Da könnte man dann als nächstes hinfahren, wenn jetzt hier sich nichts tun sollte. So, werden wir hier, weiß nicht, Stop and Go oder eher doch twitchen. Anheben und fallen lassen könnte man natürlich auch. Wir gucken einfach mal, wo es beißt. Ich habe mir hier natürlich wieder einen schönen Kaffee gebrüht. Wenn es mal ein bisschen lauter werden sollte, dann wundert euch nicht. Mein Nachbar putzt drüben seine Küche und da kann es schon mal mit irgendwelchen Sachen noch laut hergehen und irgendwelche Bohrungen und Kram. Hat er mir nur gesagt. Vorgestern. So. Aber das soll ja alles hier gar keine Rolle spielen. Da bin ich schon mal froh, dass es hier regnet. Weil da können wir vom Sound her alles nur ein bisschen besser machen. Da ist schön laut der Regen. Da plätschert schön. Na klar, wunderbar. So, Bremse lasse ich mal hier so mittelmäßig eingestellt. Mal schön schnelles Twitchen jetzt probieren, aber nicht ganz so hoch. Weiß auch nicht, wo der Bursche steht, ob der eher... In der Beschreibung steht, glaube ich, irgendwas, dass er eher in tiefen Wassern steht, aber... War ich eigentlich im großen... ist das... Nee, das ist zu groß, oder? Von... Nee, das fühlt sich anders an. Was haben wir denn? Hui! Doch, das ist einer. Ein kleiner, ein ganz kleiner Bursche, aber... Nehmen wir natürlich mit. So, da haben wir schon mal den ersten. Der war, wo war der jetzt? Der war hier irgendwie bei der Kante, gell? So, aber das ist erwartet schon hier. Da brauchen wir schon ein bisschen Fingerfertigkeit. Aber die hat natürlich der Affenkönig nicht. So, und jetzt? Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Oh, und raus damit! So, das ist doch geil, wenn es so schnell schon mal hier rumpelt in der Kiste und ich habe jetzt wirklich ziemlich schnell getwitcht hier das Ding. Also eigentlich selten, dass ich hier so schnell twitche, aber hat er zugeschlagen, also den scheint es gefallen zu haben. Habe ja erst eigentlich so ein bisschen Bedenken gehabt.
wegen dem Wetter, weil ihr wisst, da ist ja die Fangqualität eigentlich immer gleichbleibend. Oh, aber nie überragend. Ja, jetzt hat man noch mal so einen kleinen Biss, aber auch nichts Großes. Oder war das hier ein bisschen weiter rechts, der gebissen hat? Ja, ja, ja. So, nochmal der Spaß. Aber der hat ganz schön gekämpft dafür, dass das nur so ein kleiner Bursche war. Da muss ich auf jeden Fall mit der Bremse dann noch ein bisschen runtergehen, wenn ein großer anbeißen sollte. Also einer, der über 400 Gramm ist zumindest. Tja, draußen ist das schönste Wetter. Ich hoffe, bei euch auch. Da kann man schon mal schön einen Spaziergang machen oder natürlich auch zum Angeln gehen. Das Problem wird sein, jetzt am Osterwochenende, dass einfach zu viele Angler an zu kleinen Gewässern sind. Und das ist dann immer nicht mehr so schön. Also ich finde, das reizt mich dann immer nicht mehr ganz so. Weil man will ja auch so ein bisschen die Natur genießen und ein bisschen seine Ruhe haben. Zumindest geht es mir so. Und wenn das denn so überbevölkert ist, weil den Leuten ist es aber nicht zu verübeln, man weiß ja auch gar nicht mehr, wo man hingehen soll. Und, da hat was zugeschlagen. Ich glaube, den gibt es ja auch in Trophäengröße, aber nee. Jetzt hat es wieder ganz stark nachgelassen. Da kann ich die Bremse gleich mal richtig hochballern. Die Talsperren wurden hier bei uns in Thüringen gesperrt und alle Parks wurden auch gesperrt. Aber es ist wieder einer, also die sind da. Jetzt habe ich direkt zum dicken Schilf dort geworfen. Da, wo jetzt so die Schnur hängt, hier so. Scheint ja auf den Tube zu stehen. Wo ich mir dachte, Mensch, Barsch mag den Tube doch bestimmt auch. So. Hier mal richtig schön fett ins Dickicht rein. Oh, schöne Ecke. Ich habe aber auch schon mal vorne welche gefangen, direkt beim Steg. Aber da habe ich immer nur wenige gefangen, also meinen alten Let's Plays von Fishing Planet. Vom alten Fishing Planet. Ist natürlich blöd, Kajak gemietet, die Miete läuft ja dann ab. Ich weiß nicht, ob die Gewässer übergreifend ist, aber ich glaube es ja nicht. Ah, jetzt hatte ich ein bisschen. Das war ja gar nicht mal. Da war nicht allzu schlecht. Der Biss war nicht allzu schlecht. Ui, das könnte. Ja, das war über die Skala hinausgeschossen. So, aber jetzt nochmal. Kann ja auch mal anheben und fallen lassen machen. Mal schön lange Absinkphase haben. Jetzt! Zack, hat er zugegriffen. Aber scheint wieder so die Größe zu sein. Nee? Ah, schwierig zu sagen bei den Crappies. Ui, gut, jetzt haben wir schon fast die 300 Gramm Marke geknackt. Und wir sind auch bald wieder ein neues Level. Geil, es wird, Leute, es wird. So, wo war ich? Irgendwo hier im Dickicht, gell? Das auf Messers Schneide. Ja! Hoffentlich nicht zu weit. Nee, langt gerade so noch.
Also anheben und fallen lassen geht also auch sehr gut. Jetzt probieren wir auch gleich die nächste Variante. Und zwar ein Stop and Go. Schnell leiern, langsam absinken lassen. Oder sagen wir mal viel absinken lassen. Dass der Fisch viel Zeit hat, um zu beißen. Ah, jetzt dachte ich halt Biss, aber das war so ein Mini-Freeze vom Spiel gerade. Schade, dass sie nicht nochmal gepatcht haben. Also so ein paar kleine Bugfixes würde ich mir schon noch wünschen. Obwohl das Spiel jetzt ja schon über Jahre verbessert wurde, aber ihr wisst, wenn man neuen Content hinzufügt, und das machen die vom Fishing Planet sehr oft, dann hast du eben das Problem, dass auch immer mal wieder da oder hier der andere kleine Bug auftreten kann. Der eine oder andere. So, das Stop and Go war jetzt nicht so. Ich gehe mal wieder aufs Twitchen. So, Twitchy McTwitchenstein am Start. Und gleich hier damit anfangen. Köder sinkt ja eh weiter ab. Das ist ja das Schöne, wa? Das ist ja das Schöne. Oh Mist, und schon die erste Fliege hier in der Stube. Ach, da könnte ich mich doch. Einmal das Fenster aufgemacht, wenn die Sonne kommt und zack. Ist irgendwie so ein Misthund hier reingekommen. Ui. Ah, jetzt hatte ich wieder einen richtig schönen Biss. Der war geil. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr in diesen grauen Tagen macht. Was grau nicht vom Wetter, sondern von der, naja, weltweiten Lage her. Schreibt es mir gerne mal in die Kommis. Da könnt ihr euch mal richtig darüber auslassen. Vielleicht geht ja auch der ein oder andere angeln. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr so in letzter Zeit gefangen habt. Das würde mich natürlich auch interessieren. Bald geht auch mein neues Let's Play los. Ja, haha. Aber man könnte auch sagen, neu alt. Lasst euch einfach überraschen. Es ist ein Rollenspiel, so viel kann ich sagen. Und ich weiß, was jetzt die meisten von euch denken. Die denken, ha, ich bin ein Fuchs. Da spielt Final Fantasy 7 Remake. Nein, das spiele ich nicht, weil... Also ich spiele es privat, aber ich Let's Play es nicht. Weil das sind einfach zu viele YouTuber, kleine YouTuber, alle YouTuber, die dieses Spiel nur spielen wollen. Gerade jetzt in der Pandemie ist das eine schlechte Wahl für so einen kleinen YouTuber wie mich. Weil da stürzen sich die großen YouTuber drauf wie die Löwenhorde auf die Gnus. Und das bringt mir nichts. Also, seid gespannt, meine lieben Gaming-Freunde. So richtig. Oh, jetzt hat einer zugegriffen. Ah, der scheint auch wieder kleiner zu sein. Ja. Oder mindestens dasselbe Maß zu haben. So, was haben wir denn? Oh, wir haben eine Errungenschaft. Kajakfischer. Gut, das ist ein kleinerer, aber egal. Herausforderung abgeschlossen. Kajakfischer 1. Fangen Sie eine bestimmte Anzahl an Fischen während der Kajakfahrt. Ha! Ja, so wird's gemacht, liebe Freunde. So, ich fahre mit dem Kajak. Nein, wer meine Outtakes kennt, der weiß, was ich gerade angespielt habe. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Es kommt auch wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Monaten wieder ein Outtake-Video von mir. Aber jetzt konzentriere ich mich hier mal auf die schöne, schöne Prasselei vom Regen aufs Wasser und auf die wetterfeste Dornjacke. Yes! Ach, nee, der wollte nicht dran. Der wollte nicht dran, der Junge.
Ja, die sind auch immer weiter hinten, also nach 12, 13 Metern kommt da eh kein Biss mehr. Scheinen wirklich da gut, gerade beim Regen, sich hier irgendwo im Dickicht zu verstecken, die Brüder. Ja, da könnte ein bisschen zu kurz gewesen sein, aber vielleicht können wir trotzdem den einen oder anderen weglocken. Aus seinem Habitat ins offene Wasser. Das sind ja auch barschähnliche Fische. Also die heißen, glaube ich, auch im amerikanischen Englisch heißen die irgendwas mit Bass auch. Sehen ja auch so aus. Das sind auf jeden Fall kleine, feine Räuber. Sollen auch sehr, sehr gut schmecken. Gibt es wohl in Amerika in vielen Kaufhallen und überall. Ui, was, bei 8 Metern hat doch noch einer zugegriffen oder ist das was anderes jetzt? Es hat noch einer zugegriffen bei 8 Metern, Leute. So, aber irgendwie werden sie nicht größer, die Kollegen. Ich hau hier nochmal ein bisschen weiter rüber. Ah, das könnte in die Hose gehen, wir werden sehen. Gerade so noch. Mal nicht in die verbotene Zone geworfen, wo das Ding einfach wieder zurückgeschnippt kommt. Aber scheint es flacher zu sein am Rand. Deswegen auch Hechtgeschwader. Stehen ja auch die Jungs. Und machen sich hier die Plätze streitig mit den Crappies. Aber ich denke mal, da müssen die Crappies sich eher unterordnen. Obwohl, das sind Schwarmfische, denke ich mal. Das ist ein Hecht, der eigentlich nicht ist. Das ist ja der toffe Einzelgänger. Nee, ich gehe doch mal lieber wieder Richtung Dickicht hier. So. Yes, der war gut. Das könnte der Wurf gewesen sein, der Würfe. Also wir haben jetzt ja schon einige Crappies gefangen. Sind jetzt schon bei fast 1,3 Kilo, aber... Der große Wurf. Der war leider noch nicht dabei. Aber vielleicht kommt er ja noch. Der 450 Gramm Crappy. Ich bin jetzt auch nur einen Tag hergereist, weil ich dachte, Mensch, das kriegt man schon auf die Ketten hier, den einen Bruder hier rauszuziehen. Ich würde nämlich auch gerne mal ein paar neue Missionen freischalten. Ich denke mal, mit dem nächsten Level könnte das auch passieren. Der gute Torex oder Turex hat mir auch geschrieben, dass er mein Video cool findet und das auch gerne verfolgt. Ich bedanke mich natürlich dafür. Es ist immer schön, solche Worte zu hören. Das motiviert einen ungemein, gerade als kleiner Mini-YouTuber. Freut man sich da ein drittes Loch in den Arsch. Und ja, das ist halt einfach schön zu hören, dass es jemandem gefällt. Ah, da war der Biss. Da war er. Jetzt hört ihr auch schon ein bisschen, ja, jetzt geht hier der Wind auch ein bisschen los. Rechts am großen Baum sieht man es ein bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Burschen stehen nicht allzu weit unten. Kann das sein? Ich habe die Bisse immer ziemlich weit, also nicht oben, aber nicht in Grundnähe bekommen. Außer den einen, glaube ich. So, mal gucken und dann stelle ich es wirklich mal auf die zweite.
Oh ja! Das war jetzt in der Mitte, Leute. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben. Das ist ja krank! Bei dem Wetter müsst ihr euch doch eigentlich nach unten verziehen. So, was haben wir hier? Ha, 249 Gramm. Geben jetzt auch nicht so viel Geld. Vielleicht kriegt man die Reisekosten irgendwie wieder gedeckt. Das wäre ja was. Ja! Ja, die haben wirklich oben gebissen. Oder nicht oben, aber schon nicht unten. Ja, aber das Stop and Go ist da nicht die beste Variante. Leider man eben ziemlich schnell auf der Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das den Krabbies zusagt. Weil man braucht halt immer noch seine Absinkphase. Nee, nee, nee. Das war's, Leute. Und ja, der neue PlayStation Controller. Habt ihr euch den schon angeschaut? Also, viele haben irgendwie gemeckert, aber ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, die müssen für mich das Rad nicht neu erfinden bei einem Controller. Der muss gut aussehen. Das Wichtige ist dann natürlich noch die Griffigkeit. Wie fühlt er sich an? Aber das Ding ist doch super, super schick. Gerade der weiß-schwarze. Das sieht ja sowas von schick aus. Also, kann ich nur sagen, ist gekauft. Die Frage ist noch die größte Streitfrage. Wie lange hält der Akku? Weil ich bin ja so ein bisschen nicht der beste Freund der PS4-Controller in Sachen Akkulaufzeit. Das ist mir echt zu wenig. Da war ich mehr auf der PS3-Seite, muss ich sagen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie die Sache jetzt lösen beim PS5-Controller. Aber egal, jetzt erstmal hier noch Krabby ran. Jetzt haben sie irgendwie nicht mehr so einen Bock zu beißen. Weiß nicht wieso. Ich kann ja noch ein bisschen weiter vorfahren und vielleicht noch ein bisschen besser, also nicht näher rankommen, sondern einfach nur so flach ist es da hinten, das ist klar. So, 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 dass wir einfach noch mal einen schöneren Winkel haben vielleicht. Ja gut, wir könnten auch weiter weg, aber naja, wird schon irgendwie gehen. Das wird schon gehen. Hier ist auf jeden Fall die schöne Schilfecke, wo das grüne Schilf da so ein bisschen anfängt. Da hatte ich ja jetzt überall mal Bisse. Machen wir mal ein zweifaches Stop and Go. Kann natürlich auch sein, dass es einfach zu lange Leierphasen sind, dass er das gar nicht will.
Beißzeit verändert sich ja eigentlich nicht. Also somit müssten eigentlich die Fische immer schöner beißen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter rechts. Da hat es ja eigentlich auch... Ui, der war schlecht. Hat es ja eigentlich auch gut reingehackt. So, Schluck Kaffee. Jetzt muss es klappen. Na, so. Immer schön Millisekündchen unten liegen lassen. Dass der Fisch Zeit hat, sich das Ding aufzunehmen. Ach, jetzt schwirrt ja diese kleine mistige Fliege vor meiner Nase rum. Oh nee. Mach dich vom Acker. Oder ich hole einen Klebestreifen, einen alten DDR-Klebestreifen, hänge ich mir in die Hütte rein hier. Auch wenn das ganze Ambiente versaut, Hauptsache du klebst irgendwann dran. So, was ist denn nur? Wisst ihr was? Um hier noch ein paar Fische zu landen, falls es diesen Part wirklich nicht klappen sollte, kann ich hier anlegen. Nee, anscheinend nicht. Oh, das sieht so aus, gell, eigentlich. Ach, von... Doch, klicken Sie 3... Oh, cool. Klicken Sie 3, um anzulegen. Ja, hier war ich noch nie. Was ist das für eine geile Insel? Eine Zanderinsel, du. Hier geht sogar noch einen Weg lang. Ha, Leute. Geil. Hä, haben die das irgendwie erst bei dem Spiel nachgepatcht? Das ist mir nie aufgefallen im Normalen. Aber stell hier jetzt nochmal meinen Rutenständer auf. So, wo ist er denn, das gute Stück? Duet Stand. Vielleicht können wir nämlich hier noch irgendwas anderes Schönes fangen. Was haben wir denn noch? Unsere Nero. Genau, die habe ich nämlich auch noch mit. Vielleicht können wir hier noch ein schönes Hechtchen rauslocken. Mit ein paar Ritzen sollte das doch alles gar kein Problem sein. So. Schnurtiefe. Wo sind wir da? 80. 1-0er Haken. Ja, das garantiert viele Bisse. Hier hinten steht nämlich irgendwo, das weiß ich. Irgendwo ist doch hier so eine komische Kettenhecht-Ecke. Das weiß ich zumindest vom anderen, vom Alt-Let's Play noch. So. Zack. Da haben wir doch zwei Fliechen. Ah, in meinem Falle hier eine Fliege mit einer Klappe geschlagen. Jetzt haben wir hier gleich erstmal eine fette Hänge. Komm schon, Crappy, 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 Crappy. Komm schon, Crappy, 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 Crappy. Oh, das ist ja, wird ja zum Zungenbrecher, wenn man so schnell ausspricht. Was Stop and Go mag er echt nicht, der Kollege. Jetzt komme ich halt nicht mehr ganz rechts an die dicke Schilfkante. Nee, ich komme nicht weiter vor. Hm. Aber da waren sie ja vorhin auch, also da müssen sie jetzt eigentlich auch hier sein. Mal ein ganz krasses Anheben und Fallen lassen. Nope, ich gehe wieder auf die klassische Schiene. Angelei. Ah, warum beißen sie nicht ganz zu? Habt ihr das gesehen?
Da hing eigentlich schon gut und gerne eine halbe Sekunde am Köder. Hat aber dennoch wieder losgelassen. Sauhund, du Elender. Komm jetzt her. Ich will dich. Komm, hier hinten ist noch eine Ecke. Ah. Also richtig vor kommen wir hier gar nicht. Komm nicht raus aus der Ecke so richtig. Ja, aber jetzt. Kollege Schnürschuh. Ja, da ist es noch ziemlich flach. Das ist ja klar. Aber warum will keiner die El-Ritze? Ist doch ein Top-Köder. Zander, Hecht, Barsch. Alles fühlt sich angesprochen. Normalerweise. Irgendwie ist hier der Wurm drin. Oder eben nicht. Ich kann ja auch mal die Zeit vorspulen. Einfach mal. Ich würde jetzt mal nach Mittag einfach mal einplanen. Ich meine, kommt ja jetzt eh nicht drauf an. So, unverändertes Wetter. Sehen wir hier. So, das Ding muss ich ja wieder da rauskacheln. So, hinne. Aber dass da jetzt auch nichts rangegangen ist, ist verwunderlich. So, ich kann ja mal hier so blind durchs Dickicht werfen, vielleicht. Krieg ich ja den einen oder anderen Biss. Joho! Joho! Ja! Und das war's schon. Und da ist er schon dran. Aber, ich glaube wieder ein kleiner Kollege. Aber seltsam, oder? Wirft man in die eine Ecke und zack ist er dran, der Kollege. So, und da ist er doch wieder. Endlich. Lässt dich mal wieder blicken. Dann werfe ich auch gleich nochmal. Ja, sieht man halt schwierig. Sieht man schlecht. Das war nicht der beste Wurf. Ich gehe ein bisschen vor. Jawohl. Na komm, beiße doch an. Immer schön warten, bis die Schnur wieder straff ist und dann anziehen. Die beste Methode, um schön zu twitchen. Yes. Garantiert einen auch gute Bisse, dass man die dann auch kriegt, weil wenn man anzieht, ist die Schnur immer straff und wenn der Fisch dann zubeißt, zack, hat man gleich am Haken. Wieder so ein kleiner Bruder. Also die sind doch noch hier. Warum hat es denn jetzt die ganze Zeit nicht gebissen? So, wir sind jetzt bei 34 Minuten. Wir haben viele kleine Crappies gefangen. Konnten aber jedoch die 300 Gramm Marke immer noch nicht knacken. Das ist verwunderlich. Mag am Wetter liegen? Ja. Ihr könnt es mir gerne in die Kommis schreiben, wenn ihr da was wisst. So richtig drauf zimmern tun sie nicht. Oh, noch eine Hänge, fast alles abgerissen. Es war auf jeden Fall kein Fisch, das war eine Hänge. Ach, warum geht an unserer Posenrute nichts? Gut, ich habe erfolgreich das Ufer getroffen, stand gerade da. Ja, warum geht an unserer Posenrute nichts dran? Was schon wieder?
kann doch gar nicht sein. Gehen wir ein Stückchen zurück. Okidoki. Na komm schon. Ich will dich rauslocken, mein Bruder. Bruder Johannes und seine drei Gespielinnen. Nee. Ich werfe da durchs Dickicht. Also hier ist nicht so risch. Ab durch die Hecke, sage ich nur. In der Hoffnung, dass das weit genug ist. Ufer getroffen, ja. Sehe ich gar nicht. Ja, okay. Der müsste eigentlich durchgehen. Wollte ich gerade sagen. Tja, wenn nicht, müssen wir halt einfach nochmal abwarten. Und im nächsten Part nochmal an diese Stelle reisen, bis halt schöneres Wetter ist. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Eine Hänge. Warum jetzt Kollege Crappy hier nicht zugreift. So ein paar Minütchen haben wir noch. Aber wir wollen ja auch was fangen. Darum geht es ja eigentlich. Und die Posteroute steht wirklich still. Das ist mir auch neu. Mit einer Ritze, dass hier die Poseroute stillsteht. 80 cm hatte ich eingestellt, also die sollte eigentlich fängig sein. Aber die dynamischen Fischwege in diesem Spiel sind manchmal unergründlich. Auch das Beißverhalten variiert so stark von Minute zu Minute. Es ist schon fast krank, wie die das gemacht haben. Ich meine, es ist schon realistisch auf jeden Fall. Da steckt man halt nicht drin, ne? Mache jetzt hier mal noch mal was Neues ausprobieren und ein kurzes, schnelles Stop and Go mit einer richtig hohen Geschwindigkeit. Weil der Köder schöne Absink- und Aufsteigphasen hat. Ach, dort vorne Schilfrohr. Jetzt hat es mir fast die Schnur zerballert. Gut. Ich probiere das jetzt nochmal. Komplett von hinten bis vorne. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Crappy mag das nicht, wenn man sehr schnell leiert. Sagen wir es mal so. So, ich gehe jetzt hier auch ein Stückchen hoch. Kann mich da natürlich auch täuschen, aber du hast ja trotzdem eine langsame, schöne Absinkphase, dass er den Köder wieder schön viel Leben einhaucht. Und ein Tintenfisch, die bewegen sich ja auch so ruckartig. Deswegen ist eigentlich nochmal Twitchen meiner Meinung nach nochmal die bessere Variante.
7 Meter, da können wir rausholen. Probieren wir dasselbe nochmal mit Twitchy Twitchy. Oh, es ist auch eine neue Serie auf Netflix gekommen. Da spielt, wen es interessiert, The Big Show mit. Ein hiesiger WWE-Superstar. Also jetzt eigentlich schon noch Part-Timer, der macht nicht mehr allzu viel, aber ich denke mal, den Namen als Wrestling-Fan hat man schon mal gehört. Here's the Big Show. Ihr wisst schon, wen ich meine. Auf jeden Fall hat der eine Sitcom. Erstmal mit 6 Folgen, eine Staffel. Ich werde es mir mal anschauen, weil ich glaube, das kann ganz lustig werden. So, aber genug davon. Ich bin ja hier immer noch wegen Decrepi da. Und siehe da, ein bisschen heben und fallen lassen und zack, der beißt an. Alles ein bisschen langsamer. Aber ist natürlich wieder ein kleinerer Bruder, laut Anzeige. Ha, fast 300 Gramm, aber wieder eine neue Errungenschaft. Und zwar, Herausforderung abgeschlossen, Crappy Meister 1. Yes. Mal wieder ein Coin. So, vielleicht haben wir jetzt nochmal eine kleine Bissphase. Aber die Posenroute, Leute. Ich meine, wir sind ja für die Crappies hier, die wir auch unbedingt so fangen müssen, sonst zählt's ja nicht, aber... Das ist doch krass, oder? Dass an die Ritzenroute da nichts rangeht. So, mal ein bisschen weiter nach rechts. Oh, Leute, jetzt muss er doch mal anbeißen. Der große Wurf. Das wäre doch jetzt so richtig was, wenn der sich jetzt melden würde. Yes! Och nee! Nicht zugebissen, Leute. Nicht zugebissen, der Junge. Ein Stückchen zurückgehen. Oh, gerade so noch. Gerade so sind wir noch im Spielbereich gelandet. Kommt einem vor, als gibt es hier nur einen Bereich, wo man irgendwie reinwirft und dann beißt dann auch der Crappy. Seltsames Angeln. Aber so ist es halt. So ist es. Vielleicht ist hier irgendwo... Ich kann ja mal auf die Karte... Wir gucken mal auf die Karte. Lass uns mal auf die Karte schauen. Ach, das geht nicht, wenn eine Route im Wasser ist. Hm. Ja, gut. Doch jetzt, ne? Jetzt holt er sie raus. Was ist denn das hier für ein Punkt? Können wir uns den markieren? Ach so, das ist die Markierung vom letzten Fisch. Da hing der drinnen. Da hat er gesessen, der Genosse. Ja, es war zu weit. Das habe ich schon gesehen. Aber jetzt. Och, Leute, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Zurück.
Oh, ich kann echt richtig weit zurück noch. So, jetzt aber. Yes, der muss sitzen. Gleich eine Henge eingefangen. Ah, und wir haben hier was an Bord. Schade, da hat der Wurf endlich mal geklappt. Ich mach's aber wieder spannend, Leute. Wir sind jetzt schon bei 45 Minuten oder sowas. Weg damit. Das möchte ich nicht. So, schon mal gucken, wie weit ich hier noch rinder kann, dass ich maximale Wurfweite. Das geht fast gar nicht, Leute. Das geht fast gar nicht. So, dass wir hier schön das maximal ausnutzen können. Ich hoffe, er kommt noch. Ich bin auch optimistisch, dass der Kerl sich jetzt hier noch einhängt. Schade, dass halt an der Posenroute sich nicht wirklich viel tut. Aber ich muss mich jetzt hier auch darauf konzentrieren, dass ich den Kerl vielleicht irgendwie noch hier an der Leine kriege und in den Kescher werfen kann. Damit wir natürlich den nächsten Part woanders hin können. Und zwar in Neheren River, weil da wollte ich nämlich mich auch nochmal mit der Nero hier an ein paar Welsen versuchen. Da hatte ich schon die ganze Zeit mal Lust drauf. Aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich möchte. So. Oh, jetzt hatte ich einen wunderschönen Biss, Leute, aber vom Feinsten. Ah, vielleicht war es ein Nachläufer, aber es ist wieder nur ein kleinerer. Komm, jetzt sag mal der Mutti Bescheid. Sag mal der Mutti Bescheid, mein Freund. Er ist ja wirklich ein ganz kleiner Stift gewesen, aber bestimmt nicht mal Lehrling. Bestimmt 8. Klasse. Hauptschule, wenn dann. So, dann kommen wir mal her hier. Naja, das Glück ist mir heute, will mir einfach nicht hold sein. Ich kann es nicht anders erklären. Also die hacken ja auch richtig rein. Kollegen, und das ist ja auch genau die richtige Ausrüstung. Einen anderen Tintenfisch habe ich noch nicht. Und 1-0er Haken ist ja auch alles in Ordnung. Also, oh, und da war er wieder und wieder ein Fehlbiss. Wieder ein Fehlbiss. Und eine Schale. Also, ich sammle hier alles raus, was geht. Aus dem Dümpel. So, und ich werde gleich die Posenrute mal rausholen und mal einen Wurm dran binden. Das kann doch gar nicht sein, dass die Ritze hier nicht gefressen wird. Die schwimmt da dran und schwimmt um ihr Leben und hat die Haken im Rücken und wird einfach nicht erlöst von ihrem Elend. Das ist ja sowieso schon Tierquälerei, aber jetzt. Jetzt ordnet es aus.
So, das machen wir jetzt auch mal, dass wir vielleicht wenigstens hier noch irgendeinen Backup-Fisch haben, falls wir hier wirklich gar nichts mehr fangen. Das gibt's so nicht. Aber es sind ja nur Crappies, also die Stelle kann nicht verkehrt sein. Es kann eigentlich nur das Wetter verkehrt sein. Das ist das Einzige, was mir einleuchtet. So, gehe ich mal auf 90 cm. Und Regenwurm. Also Regenwurm sollte doch jetzt hier irgendwas... Irgendwas sollte das doch anlocken. Ich kann ja aber ein bisschen mehr ins offene Wasser gehen. So. Jetzt aber bitte. Aber ich bitte Sie. Gut, der war vielleicht zu optimistisch von mir geworfen. Schon wieder ein Biss. Aber leider nicht hängen geblieben. Hab ja auch keinen Schonhaken dran, also. Und schon wieder ein Biss. Kurz vom Ufer sogar. Kann ich mir nur denken, dass das irgendwie vielleicht Hechte sind, die dann den Köder doch nicht wollen. Eine andere Erklärung habe ich eigentlich gar nicht, also. Fällt mir echt nichts Besseres ein. Der eine Dicke kommt leider nicht, Leute. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minütchen Zeit, um den Bruder hier irgendwie aus dem Dickicht zu locken, aber das Problem ist, ich kann auch keine andere Ausrüstung anlegen, weil genau das brauche ich für die Mission. Und ich habe hier ständig eine Hänge von, ihr seht, jedes Mal dasselbe. Ich weiß nicht, ist das normal? Ist das nicht normal? Hm. So, jetzt hat sich wieder einer eingegangen, aber ich schätze, der ist wahrscheinlich noch kleiner, 200 Gramm. So, und danach jetzt werde ich meine letzten Würfe machen. Es tut mir leid, wenn es nicht klappen sollte. Ich hoffe, das Video bricht nicht vorher ab. Ja, manchmal ist es bei der PlayStation so, dass es dann nicht ganz genau 60 Minuten sind. Dafür werde ich mich schon mal bei euch bedanken fürs Reinschauen. Im nächsten Part holen wir uns den Burschen und da holen wir uns auch den anderen Burschen. Irgendwie muss es doch mal klappern hier in der Kiste. Ui! Und jetzt an beiden Routen gleichzeitig. Das ist wieder ein Glück in den letzten Minuten, Leute. Ich versuche mein Bestes hier, dass ich alle beide vielleicht noch kriege. So, wie groß ist er? Ah, 260 nur. So, andere Route, anderes Glück. So, da haben wir auch noch irgendeinen kleinen Burschen. Mit dem werde ich das Video hier noch nicht beenden. Wir lassen das Video nämlich einfach dann abbrechen. Ach nee, ein goldener Putzer. Nee. Du alter Hund, hast du noch gefehlt. Und wenn du speist, du beißt an. Naja, nehmen wir natürlich trotzdem mit. So, einfach nochmal rausgehauen, das Ding, volles Produkt hier. So. Schöp, 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 schöp. So, abgelegt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wie gesagt, das Video wird jeden Augenblick abbrechen. Auf jeden Fall macht's gut. Wunderschönes Osterwochenende wünsche ich euch. Euer Affenkönig Dämlich und ich angel jetzt hier noch ein bisschen weiter.